Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Devil May Cry. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und wir werden auch direkt die Mission beginnen. Wir sind hier bei Mission 4, Folge 4. Das passt alles super duper, denn die Missionen an sich haben alle ungefähr nur 20 Minuten. Und ja, oh Gott, tut mir leid, ich muss mich kurz auf meinen Stuhl nur ordentlich hinsetzen. So. Sie wissen jetzt von dir, Dante. Bleib unauffällig. Mundus weiß nicht, dass ich existiere, also werde ich mich versteckt halten, bis wir bereit sind. Cat kennt die Virility-Fabrik und weiß, was darunter liegt. Sie wird dich führen. Sehr ungesund. Unauffällig bleiben. Oh, komm schon. Da macht man einmal Mist und dann sowas schon. Einmal nur Mist gemacht, ganz kurz. Ich habe dir nur die Dose aus der Hand geschlagen. Hallo, der weiß doch nicht, was für seine Gesundheit gut ist. Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Ach, die Kamera. Ich weiß. Und gleich die Tage. Ich bin dir nicht sicher. Dann geh. Goodbye. Und Arbiter. Zack. Wir können mit Arbiter jetzt ein bisschen mehr rumspielen. Ich meine, das sind ja extra nur ganz schwache Gegner. Wutbrecher. Mit einem vollständig geladenen Triebangriff konnten ununterbrechbare Angriffe des Verwüsters aufgehalten werden. Aha. Halte gedrückt und lasse los. Ja gut, aber den Wutbrecher habe ich doch schon vorher gehabt. Ha, wer ist hier ausgewichen, hä? Zack. So, perfekt, Leute. So soll das sein. So ist nice. So, da oben ist die Kamera. Da kommen wir natürlich noch nicht hin. Deswegen werden wir hier erstmal über den Rand rangehen. Und hier ist irgendwo noch ein Typ. Das weiß ich. Das hört man auch. War der hier an der Wand irgendwo? Hier oben? Ja, hier oben. Da habe ich ihn doch schon. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach an den Rand springen. Oh Gott, schade. Oh nein. Ich komme gleich rauf und reiß dich in Stücke. Geht er nur nach unten hin, um zu taunten? Das war natürlich mein Ziel. What? Das will ich nochmal sehen. Krass, okay, ich kann das nochmal... Krass, das sah gerade aus, als hätte ich einen Rückwärtssalter gemacht. Ja gut, ich muss lernen, einfach nur zwei ganz normale kleine Sprünge zu machen, statt da mit diesen Dingsbums rumzuspielen. So. Tada. Hey, Schlangenauge. Bam. Ah, ich dachte, da kommt man oben drauf. Schade, schade. Und schon wieder nehmen wir ihm einfach die Straße weg. Ey, das kann doch nicht sein. Wow. Hab noch nie gesehen, dass das passiert ist. Die Stadt selbst versucht, dich aufzuhalten. Super. Virgil hat mir die Standorte der Kameras geschickt. Wir sollten sie besser umgehen. Folge mir. Okidoki, Schätzelein. Du wirst einfach unsichtbar und ich soll dir folgen. Ja, super. So, hier hinten ist doch bestimmt noch was. Hey, okay. Ach, hier kann ich noch nicht weiter. Ja, super. Hey. Gut, dass sie das hier machen. Was zur Hölle? So, die zerschießt man einfach. Nur es gibt keine andere Möglichkeit, die zu zerstören, soweit ich weiß. Man muss die also zerschießen. Wir können da oben irgendwie hoch...
Wahrscheinlich durch den Weg, den wir rechts bahnen müssen. Oder hier vorne direkt. Mal schauen. Ich werde mich auch mit Schlüsseln nie zu lange aufhalten, weil es halt echt den kompletten Spielfluss rausnehmen kann. Das will ich auch nicht. Ich will ja keinen 100% Guide oder sonst was machen. Ich feiere es einfach, wie die jedes Mal neu sagen, das ist ein geschützter Pathos. Ach nein, vorher war es ja kein Pathos. So, und... Hey, ich wollte ihn ranziehen. Lass mich oben, unten ist so ein Kettensägen-Typ, vor denen habe ich Angst. Und Arbiter! Hey, der ist nicht gestorben? Unglaublich, ey. Chillt er da erstmal rum. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch. Ah, das, da gibt es tatsächlich einen Weg nach oben. Tada! Sag dich doch. Oh. Nummer 1, Nummer 2... Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. So, und hier ist der Schlüssel. Sogar ein Goldkey, hallo? Goldkey, nice. So, es piept jetzt auch nicht mehr. Also dieses Piepen ist einfach nur Anzeige dafür, dass es einen Schlüssel in der Nähe gibt. Das kriegt man, glaube ich, freigeschaltet, wenn man das Game einmal durchgezockt hat, um halt 100% zu machen. So. Da oben ist noch einer. So. Dankeschön. So, jetzt können wir uns natürlich auch Verbesserungen holen. Holen uns für Osiris nochmal das dritte Nähren. Und jetzt ist Osiris stark genug, um vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen. Hier bin ich. Da bist du, hier bin ich. Das ist nicht gut. Nice. Das sind die Wände. Nichts wie weg. Okay. Natürlich komme ich hier easy peasy durch. Ich meine, es sind ja nur Wände, die näher kommen, ne? Also, was denn auch sonst? So, und ich habe gesehen, direkt hinter uns kann man sich festhalten. Und es gibt noch Kameras. Eine ganze Menge. Und Eistypen. Hey, Frostritter heißen die hier. Die kann ich, soweit ich weiß, nur mit Osiris bekämpfen. Was halt Sinn macht. Da war ich schon eingefroren. Super duper. Komm ran. Immer mach ich den falschen Skill in der Luft. Zack. Das bringt halt nichts. Das ist so schade. Ah. Das lässt mich einfach mit seinem Angriff treffen. Das ist unglaublich. So, und noch einer. Und hochziehen. Perfekt. Och nein. Dich habe ich gar nicht gesehen. Autsch. Ich kann mich mal ranziehen, statt mich an dich ranzuziehen. Irgendwo ist ein Kettensägen-Typ. Den werde ich natürlich aufhalten. Bam. Was? Der Standort, dass ich den aufhalten kann. Wahrscheinlich nur während der, ich sag mal, sich auflädt und nicht mehr im Nachhinein. Was natürlich richtig schade ist. Zack. Nice. Sogar noch Savage bekommen. Savage. Savage. Wie auch immer. So, da oben ist die goldene Tür, soweit ich das richtig sehe. Na, komme ich nicht dran. Immer noch nicht. Wie soll ich denn da dran kommen? Ich werde erstmal einen anderen Weg hier suchen. Hier vorne sollten, glaube ich, noch Gegner erscheinen. Nein, kommen sie nicht? Hm, schade. Hier ist ja sonst nichts. Oben ist auf jeden Fall ein Typ. Sehr wahrscheinlich. Nope, komme ich auch nicht dran. Da werde ich runtersliden. Ah, hier slidet man auch runter. Das ist mies.
Das ist sehr mies. So, wir müssen da irgendwie hochkommen. Und wir werden erstmal... Ey, dammit. Als ob ich den nicht greifen kann. Das ist echt krass. Als ob ich hier den ganzen Weg hoch muss erstmal. Und da hinten ist einer. Wow, okay, da sterbe ich doch bestimmt. Ach nein, tatsächlich tue ich nicht. Und nochmal hoch. Hier komme ich mit Osiris dann wieder durch. Nice. Und den Move muss ich nutzen. Habe ich schon fast vergessen. So. Hier ist die Tür. Das ist aber eine Bronzetür, ne? Da können wir doch bestimmt nicht rein. Doch, ich habe noch einen Schlüssel übrig gehabt. Nice. Von vorher. Das ist gut. So, erreiche das Ziel innerhalb der Zeit. Das ist einfach das, was wir gerade hatten. Nur ein bisschen extremer. Nice, das war schon mal richtig gute Time Improvement. Auch wenn ich mich da gerade ein bisschen aufgehalten habe. Lol. Und geschafft. Easy peasy. Ist halt Silber. Silber. Bronze sogar noch. Also sogar noch schlechter. Und dafür gibt es jetzt ein kleines Upgrade. So. Okay, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir müssen hier nochmal weiter. Oh Gott. Zack. Weg mit dir. Home Run. ja gut, Frage ist jetzt nur, wie kommen wir vernünftig ran. Nice. Silberschlüssel habe ich keine. Das ist echt schade. Weil ich muss hier tatsächlich ja nochmal hin. Dammit. Ich hätte den oben hier jetzt wegreißen können, aber man muss hier doch irgendwie anders auch hochkommen, oder nicht? Kann ja nicht sein, dass ich da oben von der Plattform los muss. Aha. Tatsächlich, sagte ich doch. Hier drüben. Ich habe noch nie eine Hexe mit Sprühdose gesehen. Nun ja, Zauber müssen eine ganze Weile vorbereitet werden. Warum sollte man sie nicht einfach zum Sprühen abpacken? Sie machen sie auch mit Sahne. Wo hast du das gelernt? Virgil brachte mir die Grundlagen von Dämonologie und Okkultismus bei. Er meinte, ich hätte eine angeborene Begabung dafür. Und er meinte, mich darauf zu konzentrieren wäre besser als... Besser als was? Besser als an die Albträume zu denken. Okay. Da haben wir's. Scheiße. Polizei. Ich muss weg. Wir sehen uns. Zerstör die Kamera. Mach ich doch liebend gerne. So, und jetzt kann ich hier oben auch alles nutzen. Davon ist auch noch eine Plattform. Hey, die will ich doch auch rausziehen. So. Und irgendwo ist noch ein Typ. Aber nicht hier. Obwohl ich den da ziemlich laut höre. Da, sage ich doch. Oh Gott, ich dachte schon, ich komme da nicht mehr dran. Oh, dammit. Einfach ein bisschen Zeit lassen. So. Sprung 2 und Sprung 3. Noch einer. Wie viele von den Typen sind denn hier? Kleiner. Hier natürlich ein paar kostenlose rote Orbs. Die sollte man sich nie entgehen lassen. Oh, dammit. Dammit. Und... So, perfekt. Ich frage mich eigentlich, ob ich jetzt alle dieser komischen Typen gefangen habe oder noch nicht. Also gerettet, der verlorenen Seele. Na, hätte man cooler gestalten können, finde ich. Man hätte so die ganze Hand nochmal von der Außenperspektive ranmachen können, wie die Hand in dem Viech drin steckt.
Ach nö. So. Nice. Zack. Immer noch nicht tot. Was ist mit dem Typen? Das ist voll über. So. Nein, versuch es gar nicht mit deiner Kettensäge. Oh, und jetzt versucht es trotzdem. Nope. Ich feiere das halt richtig hart. Dabei hasse ich die Kettensägen-Typen so. Aber irgendwie sind es die, die es auch am meisten Spaß machen. Ich weiß es nicht. Nice. Habt ihr das gerade gesehen? Holy shit, ich bin da wesentlich schneller durchgekommen als erwartet. Wow. Das sollte man, by the way, nie machen, diesen Sprung, den ich gerade gemacht habe, den hier. Weil stellt euch mal vor, der Boden unter den Füßen wird weg sein und dann fällt man einfach runter. Autsch. What? What? Ach so, hier ist ein Slide-Manöver, deswegen, aber dass man an der Decke slidet? What the hell? Ich fange einfach an, an der Decke zu sliden. Ich fass es nicht. Yeah! So, erstmal. Oh Gott. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Ich bestrafe dich als letztes, aber dafür noch umso härter. So, hier. Und. Oh, diese kleinen Schüsse von diesem Pathos, ne? Statt dass ich auch einfach ausweiche, Leute. Das ist echt unglaublich. So, hey, jetzt really? Nein, ich will ihn damit treffen. Bam, danke schön. Oh, Frostritter. Ihr seid schrecklich, das wisst ihr aber selber. Da brauche ich euch nichts mehr vormachen. Und dann. Kannst du mal... Wow. Wow. Nein. Nein. Oh, wow. Diese Pathos kotzen gerade richtig an. Nein. Hoch. Zu den anderen. Ah, schmerzhaft. So, ich hoffe natürlich, dass Osiris überhaupt genug Schaden macht. Und ich muss mal lernen, diesen Dämonenausweis-Skill zu nutzen. Den nutze ich halt immer noch nicht. Oh shit, ein Tyrann. Wer hat dich eingeladen, fetter Arsch? Die sind auch ganz cool. Oh wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du mich da triffst. Dammit. Es ist halt, ihr müsst E gedrückt halten und Shift, das ist so dumm. Ich werde glaube ich nochmal den Engels-Ausweichmanöver machen. Einfach aus dem Grund, weil es dann einfacher ist. Ich bin doch dabei. Dante nimmt mir einfach die Wörter aus dem Mund. Perfekt. Ich sagte perfekt. Hey! So.
Eine ganz friedliche Kirche. Nice. Und Dante muss immer alles kaputt machen. Es war, als würde es niemals enden. Kirche. Nice. Das ist echt typisch Dante. Die Bilder von dem Terroristen veröffentlicht, der für den Anschlag auf die Kirche der Heiligen Agaris verantwortlich ist. Sein Name lautet Dante. Merken Sie sich dieses Gesicht. Wenn Sie ihn sehen, informieren Sie die Polizei umgehend. Aber halten Sie sich fern von ihm. Er hat eine gewalttätige Geschichte und ist ein sexuell Perverser. Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Ach Bob, laber mal nicht. Du hast keine Ahnung. Ich gebe mir so viel Mühe und dann sowas. So, wir haben... Ah, tatsächlich Zielpunkte nicht mal SSS bekommen. Aber egal, das ist nicht schlimm, Leute. Ach, das ist nicht schlimm. Wir werden nochmal Verbesserungen holen. Und zwar als allererstes das Engelsausweichmanöver. Einfach aus dem Grund, damit ich das endlich mal gebacken bekomme. So, wir müssen jetzt nur beim Arbiter und bei Osiris mehr Kombos machen. Und da ich gesagt habe, dass ich bei Osiris gerne ein wenig mehr lernen würde oder ein wenig mehr nutzen würde, muss ich hier Punkte reinskillen, obwohl ich nicht so gerne möchte. Es tut halt immer weh, in Sachen reinzuskillen, die man nicht so krass nutzt. Aber okay, wir werden in Osiris nochmal reinskillen. Einmal diesen Move, dass wir pausieren und dann das andere machen. Der ist immer recht einfach auszuführen. Und Strähne. Das ist zweimal vorwärts, das ist dasselbe wie der Stachel, heißt das, glaube ich. Stachel? Ja, das ist dasselbe wie der Stachel, nur halt für Osiris. Mitreißen werde ich einfach hochskillen, damit... Obwohl, mehr Skills sind halt besser. In der Luft pausieren, das finde ich immer schrecklich, weil man fällt dann langsam wieder runter. Ja, entweder die Strähne. Und das ist nice. Das Niederreißen werde ich auf jeden Fall skillen. Okay, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe natürlich, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und haut raus und bis demnächst. Ciao.